Tja, hallo liebe Freunde, hier ist Last V8 und heute ist schönes Wetter, heute ist Cabrio-Tag bei Last V8. Und was gibt es da Schöneres zu zeigen als mein wunderbaren 1970er Pontiac GTO Judge Convertible. Wie man hier hört, hört sich das Ding auch richtig gut an. Also das passt im Prinzip schon zur bösen Optik. Diese Streifen, die man hier sieht und auch diesen Aufkleber The Judge, das war tatsächlich damals ein ab Werk zu bekommendes Ausstattungspaket namens The Judge, das sozusagen so ein bisschen den Top Dog GTO darstellen sollte. Ursprünglich eigentlich mal als preiswerte Einsteigerversion gedacht, ist das dann im Laufe der Entwicklung immer teurer geworden und am Ende war es eine der teuersten GTO-Optionen. Unter der Motorhaube sehen wir hier den klassischen Pontiac 400 Cubic Inch Ram Air Motor mit dem entsprechenden Ram Air Luftfilteraufsatz. Der ist letztendlich bündig mit der Motorhaube verbunden und zieht an dieser Stelle Kaltluft von außen an. Also Pontiac war ja damals einer der ersten, der damit angefangen hat mit dem sogenannten Ram Air System. Und cool ist die Sache auf jeden Fall. So viel kann man da schon mal sagen. Wir machen hier mal kurz den Motor aus, damit wir das Ganze besser verstehen können. Das Fahrzeug hier ist mit einer Dreigangautomatik ausgestattet und wurde von einem amerikanischen Soldaten in Deutschland komplett restauriert. Ich habe das dann um drei Umwege erwerben können und die einzige wesentliche Änderung gegenüber der Serie, die wir hier gemacht haben, sind die größeren Year One 17 Zoll Rally Wheel Kopien, wenn man so möchte. Das ist ein Rad, das aussieht eigentlich wie das, was serienmäßig drauf gehört, nur in einem größeren, moderneren Format. Die Originalreifen sind, Räder sind aber noch da. Hier sind auch die Originalbremsen drunter, sodass man die auch problemlos drauf machen kann. Das Auto ist also hier bis ins Detail komplett Serie und wäre letztendlich auch ein Sakrileg, daran rumzubasteln. Das muss man auch gar nicht, weil diese Fahrzeuge auch in der Werkseinstellung wirklich sehr, sehr ausgewogen und vernünftig fahren. Also trotz des relativ rabiaten Auspuffsounds läuft der Motor wirklich sehr geschmeidig, drückt unten raus, hat einen charmanten Leerlauf, hat einen guten Sound, hat gute Power. Also eigentlich schon eine ideale Abstimmung, die das Werk damals gefunden hat. Die Farbe, die wir hier sehen, ist serienmäßig, die Stripe-Kombination ist serienmäßig. Und was wir hier noch gemacht haben, ist halt einige Lackmängel, die das Auto noch hatte oder die sich im Laufe der Zeit wieder angeeignet hatte, zu korrigieren. So haben wir hier vorne die Endura-Nase komplett neu ersetzt. Also das Problem bei den Dingern ist halt, dass das alte Endura-Material, was Pontiac da 1970 verbaut hat, im Laufe der Jahre seine chemische Zusammensetzung geändert hatte und dann irgendwann anfängt, wie eine Tüte Chips zu zerbröseln. Und wir mussten das Ganze hier durch ein neues Fiberglasteil ersetzen, was aber schon recht aufwendig war für unseren Lackierer, das anzupassen. Er hat es aber wunderbar hinbekommen und heute haben wir hier wirklich eine makellose Lackierung auf diesem Auto. Und trotz der gesamten Kriegsbemalung ist das ein Fahrzeug, was eigentlich kraftvoll, aber kultiviert fährt und durchaus ein Auto ist, mit dem man auch mal die Ehefrau zum Brötchen holen schicken kann oder mal ganz gediegen mit ein paar Leuten abends in den Biergarten fahren kann oder ähnliches. Aber wie gesagt, mit der Judge-Optik, hinten mit dem wilden Flügel und so weiter, muss man leben. Ich werde immer wieder gefragt, ob das tatsächlich Serie ist, ob ich jetzt wirklich oder ob ich wieder 15 bin. Nein, die Dinger waren wirklich Serie. Und die gehören da auch drauf in dieser Form und deswegen lasse ich das auch so. Also das ist letztendlich ein Exzess der Muscle Car Zeit der frühen 70er Jahre und ich persönlich finde, das genau macht das Auto eigentlich so spannend, wenn man dann irgendwo mit einem Fahrzeug ankommt, was so laut vor sich hin rumpelt, diese verrückten Aufkleber drauf hat und hinten noch einen riesen Heckflügel, dann sieht man schon, dass das eigentlich eher humorvoll gemeint ist und das Auto kommt eigentlich auch wirklich überall sehr gut an. Ja, ich persönlich halte das auch vom Styling her für einen der gelungeneren Baujahre des GTOs, also 68, 69, sind sicherlich noch besser. 70 gefällt mir aber in seiner Form wegen der Bulligkeit, die wir hier haben, auch sehr gut. 71, 72 ist dann absolut nicht mehr meine Welt. Die Schnauze sieht verboten aus, finde ich, aber grundsätzlich natürlich noch das gleiche Auto unterm Blech. Danach kann man ja von den GTOs nicht mehr sprechen, dann war es aufgrund von Abgasgesetzen und hohen Versicherungsprämien vorbei mit den Fahrzeugen. Aber was wir hier sehen, ist eben ein sehr, sehr schön erhaltener, originaler 70er GTO Judge in Deutschland. Auch ein seltenes Fahrzeug. Die meisten Leute hier wissen außerhalb von Mustangs, Mopars und Corvettes
Letztendlich nicht viel über andere Fahrzeugmarken in den USA ist ein GTO. Letztendlich genauso gesucht wie ein teurer Mopar. Und es war ein Glück für mich. Ich konnte das Fahrzeug aus diesem Grunde relativ günstig ersteigern im Vergleich zu den Preisen, die es in den USA gekostet hat, weil die Leute hier einfach schlicht und ergreifend nicht wussten, was sie vor sich hatten. Und das war dann natürlich mein Glück. Naja, ich hoffe, euch hat es auch erfreut und ich hoffe, ihr schaut euch auch die anderen Videos noch an. Ciao.